In diesem Video werden wir Konstanz und die Blumeninsel Mainau besuchen, die Altstadt von Lindau erkunden, eine aussichtsreiche Wanderung unternehmen, ein Badestrand darf auch nicht fehlen, genauso wie ein genialer Platz für einen Sonnenuntergang. Weiter geht's nach dem Intro. Über diese Brücke betreten wir die Insel, wo sich die Altstadt von Lindau befindet, genießen die ersten Blicke auf den Bodensee und halten uns am Casino links. Wir sind heute in Lindau bei herrlichem Wetter. Über diesen Torbogen betreten wir den östlichen Teil von Lindau, der noch nicht so überlaufen ist. Obwohl wir die Kirche schon sehen und hören können, halten wir uns links Richtung Yachthafen. Hier im Yachthafen befindet sich auch ein schönes Restaurant mit tollem Blick über den Bodensee, was auch nicht so überlaufen ist. Von hier aus ist es auch nur noch ein Steinwurf entfernt zum Seehafen. Im Hintergrund die Löwenmole, der neue Leuchtturm und der Bayerische Löwe. Von hier aus können wir auch den markanten Mangturm sehen, der 20 Meter hoch ist. Nanu, hat Rapunzel ihre Haare runtergelassen? Ein weiteres bauliches Highlight ist der Diebsturm. Seinen Namen verdankt der Turm dem Umstand, dass er lange Zeit als Gefängnis verwendet wurde. Gemütlich schlendern wir durch die schönen Gassen von Lindau mit vielen Geschäften, Boutiquen und Restaurants. Der Neptunbrunnen auf dem historischen Marktplatz. Es gibt auch viele kleine Gassen, die nicht so stark überlaufen sind. Das neue Rathaus und gleich dahinter das alte Rathaus, im gotischen Stil erbaut mit vielen dekorativen Mauernbildern. Wir gehen weiter zum nördlichen Nobelpreisträgersteg, wo sich auch eine schöne Grünanlage befindet. Also Lindau ist schon eine Reise wert. Auf alle Fälle für so einen Tag kann man echt viel Spaß hier haben. Natürlich darf das Thema Wasser auch nicht unerwähnt bleiben. Du möchtest baden, dann findest du in der Ecke von Bregenz ein schönes Naturschutzgebiet mit Bademöglichkeiten. Den Wocher Hafen gibt es zwar schon lange nicht mehr, aber der Name ist geblieben. Heute ist das Gebiet ein beliebter Badeplatz mit Kiosk und öffentlichen Grillstellen. Besonders Familien kommen gerne in die Bucht, weil das Wasser hier sehr seicht ist. Der Fluss, der hier übrigens reinmündet, ist nicht der Rhein, sondern die Bregenzer Ach.
Fährst du mit dem Auto durch die Schweiz, musst du aufpassen, wenn du Internet verwendest, ob dieses auch in deinem Vertrag mit enthalten ist. Sonst kann es sehr teuer werden. Hier schon der erste Spartipp. Einen günstigen Parkplatz findest du beim Bodenseeforum. Du überquerst von hier aus die Europabrücke und schlenderst gemütlich am schönen Rhein entlang. Im Hintergrund der Pulverturm und der Rheintorturm. Der Pulverturm diente übrigens auch zeitweise als Gefängnis. Von hier aus biegen wir rechts ab Richtung Innenstadt und bewundern diese ersten fachwerklichen Hochhäuser. Die Kirche als Miniatur und in Wirklichkeit. Vor der Kirche befindet sich der Gutmannbrunnen. Wir setzen unseren Weg weiter Richtung Kaiserbrunnen. Kaiserbrunnen ist auch ein beliebter Treffpunkt. Am Hafen von Konstanz befindet sich die Imperia, eines der beliebtesten Fotomotive der Stadt. Du siehst richtig, sie dreht sich um die eigene Achse. Aufregung gab es hier wegen den zwei nackten Menschen, die die Figur auf den Händen trägt. Von hier aus kannst du auch den Bodensee mit dem Boot erkunden. Wir wandern jetzt wieder gemächlich Richtung Parkplatz. Hier noch ein besonderer Tipp: Die letzten Sonnenstunden kannst du wunderbar auf der nördlichen Rheinseite genießen. So, heute ruft mal wieder der Berg. Das wird bestimmt anstrengend, aber wenn wir oben sind, haben wir bestimmt eine mega Aussicht. Wir starten mit einer genialen Aussicht bereits schon bei der Bergstation. Auf Bregenz und natürlich auf die wundervollen Berge. Unser Weg geht weiter an der Staufenalpe vorbei. Und was sehen wir da im Hintergrund? So, jetzt wollen wir aber rauf auf den Berg. Geschafft. Das Gipfelkreuz ist in Sicht. Mit seinen 1465 Höhenmetern ist der Staufen nicht unbedingt der höchste Berg, den ich bestiegen habe, aber er hat schon einiges an Schweiß gekostet. Ist das nicht ein mega Ausblick hier? Nicht nur wir haben es auf den Gipfel geschafft, auch dieses kleine Heupferd.
Trägst du dich immer in das Gipfelbuch ein? Schreib's mir in die Kommentare. Wir wandern weiter zur Dorbiner Arche und genießen den Steinblick nach unten. Ein schöner Wasserfall, der aus dem Staufensee gespeist wird. Leider kommt man nicht besonders dicht an den Wasserfall ran. Der See ist, glaube ich, ein bisschen ausgetrocknet. Hätte ich mir anders vorgestellt, aber naja, die Klamm ist trotzdem ganz cool. Die Alplochschlucht ist übrigens kostenfrei. Wenn du vorher an der Bergbahn auf den Karren ein Kombiticket gekauft hast, kannst du jetzt an der Haltestelle am Ende der Schlucht mit dem Bus kostenfrei zur Seilbahnstation zurückfahren. Herrlich, oder? Ganz schön dunkel und schaurig ist so eine Klamm, oder? Wir sind heute auf der Insel Mainau. Wie hat meine Mutter mal gesagt, einmal im Leben musst du die Insel besucht haben. Mal gucken, was es hier so Schönes gibt. Zu jeder Jahreszeit hat die Blumeninsel etwas zu bieten. Besonders schön ist natürlich der Frühling, wo die Natur erwacht und prächtige Blumen sich zeigen. Hier schon gleich ein Spartipp. Bezahle dein Ticket an dem Automaten, an der Kasse ist es etwas teurer. Dein Auto parkst du auf dem großen Parkplatz für 6 Euro das Tagesticket. Achtung, jetzt folgt das Paradies für Blumenliebhaber und Fotografen. Du kannst die Insel natürlich auch mit dem Boot besuchen und dabei die schöne Überfahrt genießen. Schloss Mainau. Gastronomie ist natürlich auch vorhanden, ich fand die Preise aber ganz schön gesalzen. Erstaunlich wie hoch, ein Mammutbaum. Ja, das ist schon niedlich hier, oder? Mit den ganzen Schmetterlingen, echt Hammer.
Und ist der Bodensee nicht herrlich? Es gibt bestimmt noch viele andere Orte zu entdecken am Bodensee, aber ich glaube, die Auswahl war schon ganz gut. Ihr wisst ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, meinem Kanal folgen und bis zum nächsten Mal.